Am Titel kann man ja schon ansehen, wo es heute hingeht. Und dazu ist mir folgender Text eingefallen. Sabinchen war im Frauenzimmer gar hold und tugendhaft. Sie diente treu und redlich immer bei ihrer Dienstherrschaft. Da kam aus treuen Brietzen ein junger Mann daher. Der wollte gern Sabinchen besitzen und war ein Schuhmacher. Ja, und dann wird dann noch weiter gesagt, dass er sein Geld versoffen hatte und er zu Sabinchen kam. Und weil sie ihm keines geben wollte, stahl er von ihrer Dienstherrschaft 6 silberne Blechlöffel. Nach 18 Wochen kam dann der Diebstahl raus und man jagte das arme Sabinchen aus dem Haus und was machte sie? Sie rief: Verfluchter Schuster, du rabenschwarzer Hund. Da nahm er sein Rasiermesser und schnitt ihr ab den Schlund. Und ihr Blut zum Himmel spritzte, Sabinchen fiel gleich um, der böse Schuster aus treuen Brietzen, der stand um ihr herum. In einem dunklen Loche bei Wasser und bei Brot, da hat er endlich eingestanden, die grausige Moritot. Treuen Brietzen ist eine Kleinstadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die schon im Jahre 1208 mit Namen Brietzen ausgewiesen wurde, weil es einen slawischen Burgwall und eine Burg gab. Das Treuen Brietzen Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen ist, das werden wir im Laufe dieses kleinen Blocks noch sehen. Eine wunderschöne, schön restaurierte Altstadt. Die Heiliggeistkapelle wurde 1352 erstmalig urkundlich erwähnt. Nach dem 30-jährigen Krieg, der ja hier in dieser Gegend ganz schön wütete, verfiel die Kapelle und im Jahre 1936 wurde dann erst die Ruine so wieder aufgebaut, dass es heute ein Heimatmuseum beherbergt. Und da ist es, das Sabinchen-Denkmal vom Lothar Sell 1984 erbaut, fertiggestellt. Ich habe gedacht, Sabinchen wäre ein wenig hübscher. Na gut. Im Juni jeden Jahres findet übrigens das Sabinchenfest, sogenannte Festspiele mit seinem Festumzug und der Kür des neuen Sabinchenpaares statt. Muss irgendwie lustig sein. Was mir ja gefallen hat, waren die anderthalb bis zweigeschossigen Häuser, die relativ schön wiederhergerichtet wurden und die so rund um das Sabinchenhaus stehen. Bedauerlicherweise führt da voll die Straße durch. Ansonsten wäre das ein richtig schnuffiger Innenbereich. Treuen Brietzen verfügt über ein sehr umfangreiches und gut ausgebautes Radnetz. Ist relativ
flach geht durch die Mark und nur unterbrochen wird immer wieder von der einen oder anderen Endmoräne, die sich in der Nähe befindet. Die Reformation von Treuen Brietzen ist für 1537 nachgewiesen. Hier kam Martin Luther zur Verkündung seiner Thesen in die Stadt und wurde am Zugang zur Marienkirche gehindert. Und daher wählte er eine Linde vor der Kirche, die hier noch heute steht und als Lutherlinde bekannt wurde. Im Dreißigjährigen Krieg wurde ein Großteil der mittelalterlichen Bausubstanz zerstört und die Bürger der Stadt bauten auf den Grundmauern der Ruinen größtenteils dann Dielenhäuser wieder neu auf. Die Sache hinter den Sachen ist heute Martin Chemnitz, ein deutscher lutherischer Theologe, der 1522 in Treuen Brietzen geboren wurde. Sein Studium absolvierte er an der Universität Wittenberg bei Philipp Melanchthon, wo er zu einem glühenden Verfechter Martin Luthers wurde. Auf seinem Gedenkstein steht ja, er kämpfte für Luthers Lehre und das tat er auch mit allem, was er da zur Verfügung hatte. Erst in der Umgebung um Treuen Brietzen, in der Mark und bis hin zu Braunschweig, wo er dann auch Superintendent wurde und dann im Jahre 1586 starb. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass neben seiner Bemühungen über die Reformation er auch noch ein sehr aktives Hobby hatte. Er hatte aus seiner Ehe 3 Söhne und 7 Töchter. Die zum Teil sehr liebevoll hergerichteten Häuser befinden sich in der zweiten Reihe zur Hauptstraße. Absolut ruhig, mit zum Teil noch sehr altem Kopfsteinpflaster. Und mit der Stadtmauer, die ja so um 1296 bis 1305 von Zinnaer Mönchen im Austausch gegen Wasser- und Mühlenrechte gebaut wurde. Sie ist leider nur noch an einigen wenigen Stellen vorhanden. Und dann bin ich an sogenannten Hakenbuden vorbeigelaufen. Das sind ehemalige Handels- und Lagerhäuser, deren Ursprung bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht. Man sieht das zum Teil an alten Fachwerk, wo alte Eichenstämme als Dielenboden Verwendung fanden. Und außerhalb der Stadtmauer befindet sich der Pulverturm, der bis 1877 als Pulver- und Munitionsmagazin für die Treuen Brietzener Garnison diente. Seit Jahren brüten hier auch Störche und zuerst dachte ich, da ist einer, aber um diese Zeit eher unwahrscheinlich. Oder einer, der so alt ist wie ich und gar keine Lust mehr hat, wegzuziehen.
Und an der Hauptstraße, der Bundesstraße 2, Leipziger Straße, stehen noch ein paar schöne alte Häuser, die den Charme von 1850 haben. Toll. Warten auf die Renovierung. Mit einem fröhlichen Blick zurück geht's nach Hause zum Abendessen. Angie wartet schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr ständig auf dem Laufenden, wenn ich einen neuen Blog rauslasse.